Hallo zusammen. Ihr wollt wissen, wie man so einen schönen Baryonyx hier tamt? Dann bleibt dran und schaut es euch an. Denn wir holen uns so ein schönes Tier. Wir sind jetzt hier am Sumpfgebiet der Karte Ragnarok. Und zwar liegt es in etwa bei der 40 Lat und 20 Lun von der Küste aus, könnt ihr darüber. Plus minus, ne? Ganz genau sind wir jetzt bei 36, 23. Wir müssen hier aber noch darüber fliegen. Deswegen, wir nehmen uns unseren schönen Drachen hier und legen mal los. Nicht wundern, dass ich hier so viele Baryonyxe stehen habe. Ich bin schon ein bisschen unterwegs gewesen und habe schon einiges getamt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier einen schönen Baryonyx finden. Capo, Sarko. Also Baryonyxe findet ihr hier meistens in diesem Gewölbe, in diesen Gebieten. Wenn ihr hier entlang geht, da ist einer, seht ihr? Da ist im Wasser jetzt der Baryonyx. Jetzt wird es ein bisschen blöd, weil den rauszukriegen, kriegt man natürlich nicht so einfach. So, welches Level hat denn der? 58. Ah, kommst du raus? Er ist auf Land. Okay, müssen wir ein bisschen anders anfliegen. Normalerweise mache ich sowas mit dem Adler. Ich habe ihn. So, jetzt seht ihr den schön hier. So, jetzt fliege ich hier rüber. Natürlich hätten wir ihn jetzt auch da tamen können, wo wir jetzt gerade sind. Aber ich habe mir hier eine kleine Taming-Box gebaut. Kann ich euch nur empfehlen, sowas zu machen, wenn ihr Tiere, die etwas kleiner sind, fangen möchtet. So wie ich hier. Hat den Vorteil, ihr müsst nicht hinterherrennen oder wegrennen vor den Tieren. Upsala. Jetzt habe ich ihn vor lauter fallen lassen. Das war natürlich sehr, sehr, sehr perfektioniert. So, probieren wir nochmal. Ja, vor lauter Reden, entschuldigt, Leute. Ja. Dann lasst ihr den einfach fallen. Tück. Der fliegt da schön rein. Seht ihr, jetzt ist er da eingesperrt. So, dann nehmt ihr eure schöne Flinte hier, wie ihr seht. Ich habe die aus Metall gebaut, dass die auch nicht durchbeißen können, weil Metall kommen sie nicht durch. Und ich habe mir hier oben einen kleinen Schutz gebaut, weil mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass ich runtergefallen bin. Heute neu. Treffen muss gelernt sein. So, jetzt haben wir ihn gleich. Und er liegt. Drei Schuss haben von meiner Flinte gereicht. Ich habe allerdings jetzt eine 721-prozentige Flinte schon. Schon so knapp am Perfektionismus dran, was das angeht. 755 ist Maximum. Jetzt geht ihr dahin, ihr guckt. Ihr könnt euch das Ganze auch immer anzeigen lassen, was ihr braucht, was für Fleisch, was für Kibbel, wie viel Munition, mit was ihr das am besten macht. Ja, da gibt es eine App fürs Handy, die heißt Dododex. Die werde ich euch unten auch reinschreiben in die Kommentare. Da könnt ihr das dann nachlesen alles. So, wir haben hier die Regular Kibbel. Diese werden wir hier hineinsetzen. Zack, zack. Und dann schauen wir mal. Taming 0% Effizienz, Effektiveness, Entschuldigung, Effektiveness 100%. Warten wir mal, ob es wirklich so wird. Was ist, wenn er jetzt frisst? Ist jetzt ein Level 58er Aberrant Baryonyx. Warum Aberrant? Die laufen hier bei mir halt rum, weil ich Mods drauf habe. Na komm schon, friss mal, Kleiner. Nur durchs Fressen wirst du groß und stark. Na, dann können wir uns aber dann schon mal in der Zeit ein bisschen vorbereiten. Wir gehen nämlich gleich noch unter Wasser. Ich will euch nämlich zeigen, was das speziell Geile an diesem Baryonyx ist. Ach hier, das Tor habe ich hier auf manuell gestellt, weil wir haben ja S Plus, dann wird es automatisch auf und zu gehen. Was ich ja nicht möchte. Also. So, ich bin jetzt im Moment im Kreativmodus auch, weil ich gerade noch gebaut habe.
Und zwar kann ich nämlich euch gleich zeigen, was da noch geht. Wir gehen Engrammpunkte. Der Baryonyx-Sattel ab Level 49. Und wenn ihr den dann habt, den Baryonyx-Sattel und den Baryonyx, dann seid ihr eigentlich fast schon komplett wasserbereit, weil ihr nämlich dann, sage ich euch mal, dieser Tauchausrüstung unter Wasser begeben könnt. Und unter Wasser ist es einfach das Geilste überhaupt. Und warum das so ist, zeige ich euch gleich. So, schauen wir nochmal rein, wie es mit dem Bari aussieht da drin. Ob der auch frisst. Dass ihr mir nicht sagt, ich habe da irgendeinen Scheiß erzählt. Ja, der hat keinen Hunger. Also, wir machen das jetzt so. Wir bereiten uns schon mal vor. Jetzt ist er einfach so aufgestanden. Habt ihr gesehen, wie schnell der ist? Komm her. Naja, also normalerweise kommt hier jetzt halt noch der Sattel drauf, dann könnt ihr ihn rausreiten. Ich mache das jetzt allerdings mal was anderes für euch. Und zwar, ich schnapp mir uno, due, tre. Die kommen jetzt mal mit. Was nämlich bei dem Baryonyx so richtig, richtig geil ist, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Der braucht erstmal nur Damage. So, dann ziehen wir uns Taucherbrille, das, das und den Taucheranzug. Ich weiß, die Taucherbrille ist nicht das Schönste, aber jetzt passt mal auf. Hier seht ihr Haie und sowas. Da gehe ich jetzt mit euch hin. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Na, wie ist denn die Sicht besser? So oder so? So ist ja beides gleich, okay. Und zwar seht ihr hier den Hai. Jetzt zeige ich euch mal was. Wenn ihr mit der rechten Maus das macht, zack, ist der gestunt. Seht ihr das? Und dann könnt ihr den in aller Ruhe. Da könnt ihr auch Alpha-Haie töten, ohne Probleme. Ihr könnt hier die Rochen machen. Seht ihr mal, hier ganz viele Rochen. Dann macht ihr einmal Jawusch. Und dann geht es ab hier. Und dann wird hier alles einfach zerkleinert, zerschnetzelt und aufgefressen. Das Einzige, was ihr, glaube ich, nicht machen könnt, sind Kraken und Mosasaurier. Ansonsten könnt ihr eigentlich hier alles recht einfach stunnen im Wasser seit dem Zeitpunkt. Zack, ist er gestunt. Ihr seht, aber bewegt sich nichts mehr. Und wenn ihr da unterwegs seid, also ihr könnt wirklich mit dem Baryonyxen alles Mögliche von ganz alleine töten. Das ist richtig einfach, richtig genial und richtig schnell. Oh, ich habe mein Glas an, deswegen ist das jetzt alles auf einmal gekommen. Ihr levelt natürlich auch sehr schnell und ihr habt halt jede Menge Scheiß bei euch drin, sage ich jetzt mal ganz schnell, weil die Baryonyxe einfach genial sind. So ein Baryonyx, der kann unter Wasser praktisch alles machen. Und wenn ihr mal sagt, boah, ich bin jetzt schon so lange unter Wasser, ich will jetzt nicht weitergehen unter Wasser, ich möchte jetzt mal irgendwas anderes sehen, dann könnt ihr die auch an Land nehmen. Das ist nämlich das Geniale, da müsst ihr nicht die ganze Zeit unter Wasser bleiben, wie so mit Moser oder mit einem Plesio oder Basilo, was ihr halt immer nehmt oder auch ein Hai, sondern ihr geht einfach hier hoch. Tadam. So, jetzt wollen wir mal die Sicht wieder ein bisschen schöner machen. Tup, 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 tup. Ihr geht einfach hier hoch und dann könnt ihr hier nämlich übers Land gehen und dann könnt ihr zum Beispiel hier die schönen Trikes hier nehmen und könnt sagen, ah, ich will die jetzt auch kaputt machen und dann greifen die alle an, weil ihr habt ja dann eine gute Armee dabei. Also auch Hexer und sowas sind für die keine Probleme. Einziges, wo ich bis jetzt Probleme bekommen habe, und da habe ich aber echt viele dabei gehabt, war mal Gigas. Da habe ich aber einen Giga angegriffen, der war richtig böse. Der hatte irgendwas mit Level 170 oder so und hat mit einem Biss schon mal ordentlich Schaden gemacht. Was ihr auf jeden Fall noch machen solltet, wäre immer natürlich ein Sattel drauf. Ich habe jetzt keine drauf gemacht, zuvor für Zwecken, damit ihr das seht, wie das hier alles läuft. Ja, wie gesagt, das mit dem Dododex werde ich euch unten reinsetzen, dass ihr seht, wie das am besten ist für euch, was ihr für Kippel braucht, was ihr für Fleisch braucht oder auch Fisch. Wie ihr oder welche Menge ihr an Pfeilen braucht oder an Darts, das wird da alles gezeigt. Wie lang der Tame dauert, da könnt ihr ein paar Einstellungen machen für euch. Je nach Server ist es nämlich unterschiedlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel habt 8-fach Taming, dann braucht so ein Tier zum Beispiel nur 2-3 Minuten. Jetzt mal grob. Oder wenn ihr jetzt habt hier 1 zu 1, dann braucht so ein Tier mal eine halbe Stunde. Ist halt auch immer so ein Level abhängig. Ne? Ihr habt gesehen, wie lange der jetzt gebraucht hat, keine 5 Minuten.
Ist auch ein Low Level gewesen und bei den anderen war es ein bisschen länger. So, ich würde mich freuen, wenn ihr mir natürlich wieder ein Kommi und vor allem ein Abo da lasst. Ne? Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder und wünsche euch viel Spaß mit dem Baryonyxen unter Wasser. Falls ihr aber auch unter Wasser eine Höhle sehen wollt, mal von einer Insel. Ich kenne auf Island ziemlich viele Höhlen, die sind richtig cool. Die kann ich euch gerne mal zeigen, wenn ihr das wollt. Sagt mir Bescheid, dann mache ich euch da auch mal ein Video dazu. Ich danke euch, bis demnächst.